Herzlich willkommen zum 4. Dezember 2019. Ja, man fühlt sich heute so ein bisschen durch die Mangel gedreht tagsüber. Und das dauert halt wirklich auch bis zum Mittag an. Man ist so ein bisschen verträumt, so schwebt in anderen Sphären. Und sollte sich erst am Abend, ich sag mal, den Dingen widmen, die den Verstand benötigen. Also heute ist es so ein bisschen verträumt, so ein bisschen romantisch vielleicht auch. Und man hat Sehnsucht nach jemandem oder etwas. Und man sollte halt den Tag über versuchen, so ein bisschen die Gedanken zusammenzuhalten. Schauen wir jetzt mal, was die Karten sagen. Mein lieber Fisch, was haben wir heute am 4. Dezember für dich? Wir haben emotioneller Rückzug. Also vielleicht auch so ein bisschen den Schutzwall nutzen, sich regenerieren am 4. Die Engelkarten, du bist bereit, vielleicht auch dein Inneres zu erkunden, dich mit den Dingen in Ruhe hinzusetzen, zu überlegen. Die andere Engelkarte sagt Kind. Kinder liegen dir sehr am Herzen und sie reagieren unmittelbar auf deine Liebe. Alle Kinder, einschließlich deines eigenen inneren Kindes, brauchen Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit. Wir können dein Herz öffnen und deinen Terminplan so beeinflussen, dass du den Kindern, die dich brauchen, mehr Zeit und Energie geben kannst. Also das kann dein inneres eigenes Kind sein oder es sind Kinder in deiner Umgebung, für die du dir Zeit nimmst. Oder vielleicht musst du auch ein bisschen Ruhe haben, um dann wieder fit und ja, wieder lustig an die Sache heranzugehen. Was haben wir noch? Wir haben Brücke. Das bedeutet, den Übergang zu schaffen von Ruhe und Action. Ich denke mal, auf der einen Seite solltest du dein eigenes inneres Kind ein bisschen beruhigen, um dann wieder neue Kräfte zu sammeln und die Brücke zu überqueren und dich dann den Dingen widmen, die vielleicht auch mit anderen Kindern zu tun haben, um die du dich kümmerst oder die in deiner Umgebung sind. Du bist bereit erstmal für Ruhe und dann für Action. Ich denke mal, vormittags ist es eher ruhig und nachmittags wird eher ein bisschen unruhig. Ja, dann bin ich gespannt, wie das für dich passt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und genieße es. Bis bald.